Wer die deutsche Ostseeküste liebt, der wird die benachbarte polnische Seite genauso gern haben. Denn hier liegt 10 Kilometer hinter dem Grenzort Swinemünde die westpommerische Küste in Mistrój. Ein kleiner Touristenort mit großem Campingplatz namens Forest Camp. Großartige Lage, naturnah, stadtnah und nahe zum Strand. Und tatsächlich befindet sich das Gelände mitten im Ort am Waldrand mit Hunderten von Birken und Buchen. Und für die Kinder wird ebenfalls einiges geboten. Wir haben Enkeltochter dabei, die kann sich hier frei bewegen. Und das ist. Wie ist denn so die Ausstattung? Was hat dieser Campingplatz? Mittelmäßig. Ausstattung ist mittelmäßig, also könnte besser sein, definitiv. Aber wir machen das Beste draus. Okay, aber es ist alles soweit da? Also waschen, duschen? Waschen, duschen, ja. Aber alles mittlerer Standard, also ist nicht. Könnte besser sein. Hinter dem Volleyballspielfeld befinden sich die neuen sanitären Anlagen. Container aus Deutschland übrigens, in denen sich die WCs, die Duschen und Waschanlagen befinden. Alles ordentlich, aber einfach. Was ist denn am Campingplatz? Okay oder schön? Die sanitären Anlagen sind sauber. Das ist wichtig. Genau. Und nicht zu weit weg vom Schuss, aber trotzdem schön nah dran und ruhig für die Kinder nach. Ja. Wie ist er denn ausgestattet, dieser Campingplatz? Hat er alles? Finde ich schon. Und sonst habe ich alles. Okay, und was ist der erste Eindruck vom Campingplatz? Schön, ja. Weil? Ja, ist eigentlich schön, ist schön angelegt. Toiletten sind sauber, duschen. Und wie gesagt, die Parzellen sind recht groß. Man kann sich aussuchen, wo man stehen kann. Stolz ist der neue und junge Besitzer auf die Holzbar, wo es Kaffee, Wasser, Bier, Alkoholiker und kleine Snacks gibt. Hier treffen sich die Ehefrauen zum Kaffee und Kuchen und nachmittags die Familienväter zum ersten Bier. Platz ist reichlich vorhanden für 250 Campingfahrzeuge. Jeder Besucher kann sich seinen Platz selber aussuchen, ein großer Vorteil. Ebenso die Tatsache, dass der Urlauber immer zu Fuß in die Stadt gehen kann, da die Entfernungen klein sind. Zum Einkaufen 300 Meter, zum Strand 500 Meter, zum berühmten Aushängeschild des Ortes zur Seebrücke etwa 600 Meter. Auf dem langen Steg gibt es zahlreiche Eisläden und Souvenirläden. Und überall gibt es gute und günstige Restaurants. Ein Highlight, das neue Ozeanarium. Die Daten, 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 1000 Meeresbewohner, darunter auch Haie und 16 Aquarien. Zu den Hauptattraktionen zählt ein lebendiges Korallenriff sowie ein Plexiglas-Tunnel, der den Besuchern die Möglichkeit gibt, Auge in Auge mit Hai, Rochen und Co. durch das Wasser zu wandeln. Die Preise 20 Euro pro Person. Selbst bei schlechtem Wetter kann jeder auf dem kilometerlangen Sandstrand herumtollen oder lange wandern. Am Abend empfiehlt die Redaktion den Besuch der Fischrestaurants am Strand, wo frischer Fisch vom selben Tag angeboten wird. Ein Riesenerlebnis sind hier die Sonnenuntergänge, die entweder von den naheliegenden Bergen, vom Strand oder von der Mole aus besichtigt werden. Optische Leckerbissen in Westpommern in Polen. Unvergesslich.